der Fässer immer noch den Flügel. Ach so, ja. Da fährt er gleich mit dem Flügel runter. Ja, passt. Jetzt heil bleib einmal. Kannst auch nicht viel falsch machen. Statt nur ohne 1 kennen. Ja, zu solchen Fragen ist die Kupplung ungewöhnlich, gell? Wenn genau irgendwo hinfahren musst. Ja, wenn man ganz genau hinfahren will, nimmst du Hydrostat. Ja, stimmt auch wieder. Das ist eine wilde Arbeit. Wenn du da drückst, hast du überall Schwimmstellen. Du hast überall Schwimmstellen. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Mehr brauchen wir nicht. Nein, nein, nein. Ja, jetzt schauen wir mal, vielleicht lassen sie mir nachher noch mal fahren. Jetzt lassen wir die einschulen da. Ja. Die werden es dritt so also leicht machen. Wir bleiben noch da. Scheibenwasser, zuerdrucken. Druck, ja. Der automatische Wischer? Ja, da hat den Sensor. Den Lichtsensor und den Wischersensor. Was haben wir da oben alles? Da oben haben wir die Windschutzscheibenheizung. Den Wischer können wir so schnell lassen. Ah. Drehleuchten, Scheinwerfer oben. Hinten die Scheinwerfer. Und Lichtkontrolle, oder? Lichtkontrolle, ja. Aber man muss ums Fahrzeug gehen, weil er hat keine automatische Kontrolle. Ach so? Muss da anschauen gehen. Weil mit der automatischen Kontrolle haben wir nur Probleme gehabt. Ja. Yeah. Wird da und drauf gleich. Fenster rüber. Zentralverriegelung. Spiegelheizung. Spiegelkontrolle. 24 Volt. Gibst du Trafo auf 12? Ja? Bei dem nicht, weil da haben wir nichts da. Ja, aber gibt's. Frambremsen. Was ist das da? Da kannst du einen Dauerdruck am ersten Anschluss oder am dritten Anschluss. Mhm. Zapfen einmal. Und das da? Das da ist die Umschaltung. Das ist ja 60 Liter Pumpen und eine 40 Liter Pumpen. Ja. Jetzt kann ich die zusammenschalten auf 1 oder 2er mit der Y oder die Mengen vertauschen. Also wie eine Summierpumpe, ja. Summierpumpe oder vertauschen. Mhm. ABS. Das ist ein Clipper und die Arbeitsgänge. Also alle waren, man hat Fräsen mit dem Schaltgetriebetasche, oder wie? Ja, genau. Ja. Oder wenn es extrem bergauf geht oder beim Mähen im Sommer, dann fahren wir auch mit den Ganggängen, dass der Hydrostat leichter wird, dass er nicht heiß wird. Was heißt da im Menü? Da kannst du in dem Menü tippen blau. Ganzen Menü hast du dazu. Vorrat, also das ist die Luft. Die Luft. Mit dem OK kommst du immer in die Untermenüs rein. Eco. Das ist beim LKW, da ist nichts. Eco-Roll haben wir nichts. Sperrenanzeige und das Ganze. Geht schon. Also, wenn ich da auf Tape bin, kann ich schon eine Retour. Dann kannst du auf Retour, ja. Aber wenn du da auf Retour bist, kannst du da nicht vorwärts. Ja, eben. Ich meine, nicht gereicht. Schon wieder zum Flügel vor. Siehst du? Wie anstatt denn der jetzt um? Magnet ist der? Magnet ist normal, ja.
Mit dem Hydrostatenraum da Schnitt, oder? Nein, Raum. Dürfen schon, aber das wirst du nicht wollen. Weil? Weil da bringen wir nur 90 kW auf die Raum. Okay. Zum Parkplatz einmal kommt das dann schon einmal, wenn du viel hin und her fährst. Ja. Aber sonst. Da kommt man jetzt zum Beispiel auf 6 Schritten. Da geht das schnell, oder wie? Ja. Ist weg. Schalten du dann immer selber, wenn ich auf manuell bin. Wohl. Wenn es stehen meine, bleibt. Hast du meine Stehe? Ja. Warte, jetzt hat er nicht genommen gegangen, oder? Die Bremse. Ein bisschen bremsen. Weißt du, ja. Ich bin Bauerscheid gewählt. Und alles, aber das steht alles nicht auf. Mit 5 Kühe ist die Zeit heutzutage
Das wollen sie nicht mehr. Nein, wollten sie eben. Also Stahlge umbauen und alles, weißt du, das ist. Dann müssen ja deine Kinder nicht zahlen, wenn du jetzt einen Stall baust. Ist also, das steht einfach nicht mehr zu dir. Nein, ich tue jetzt bewirtschaften tue und alles selber. Das Haarkaufen, die Jager. Ja, aber der 1400 hat der gerade schon mal getauscht, oder? 30 Jahre ist eh ein Wahnsinn. Ja, aber das ist, muss ich sagen, eine von den zuverlässigsten Maschinen, die sie bis jetzt zusammengebracht haben. Ja, das ist wahr, ja. Ich war auf der Bremse. Ein bisschen eine Zeit braucht er. Ja, die 1 Sekunden, den mag ich schon bei den Stielmotor so nicht. Außentemperatur und Zeige hast du ja nichts. Oh ja, du musst auf Menü zurückgehen. Was war jetzt? Du musst jetzt oben lassen. Mit okay geht er nicht dazu lassen, oder was? Das schaut so aus. Aha. Du musst mit der Taste zurückgehen. Warte mal nicht. Los, tut ihr nicht. Sind die weggeschritten. Jetzt sind wir so weit zurückgehen. Zurück. Ah, jetzt sind wir. Da ist die Außentemperatur anzeige. Zuerst aber kritisch, gell? Ein Sechshänder ist halt ein Sechshänder. Du hast auch die Funktion bei denen, wenn du den Rückwärtsgang rein tust, dass er automatisch im Flug geht. Das ist auch programmiert. Ja, ja, seid ihr da gleich alle die anderen. Schleinigen direkt, wenn wir schon Leistungsentfaltung haben wir geschäftigt, ja, Mann, ja.
viel zu nennen. Muss ich jetzt weggeschaut? Ja, manuell. Und innen mit? Ah, mit der Hand. Ja. Weil, zu treten, ne? Ja. Schau. Ah ja. Jetzt möchtest du den auch tippen, ne? Das ist jetzt eben das Ding, dann möchtest du da. Das Gas anstellen. Jetzt ist der hydrostatisch. Jetzt fährst du hydrostatisch. Da steht dabei, ja. Ja. Das hast du ja vorbereitet. Ja. Also, der Ding ist umgewählt. Die Schwebstellungen. Nein, mit mir. Passt schon, roten Knopf also, drücken und fahren. Also. Ja, jetzt hast du es vorbereitet. Jetzt nimmt man da, jetzt bleibt man da, die dreht so nicht. So tust du noch fräsen. Ja. Wie hast du die Drehzahl angestellt? Da, den Hebel. Ja. Ja, die Geschwindigkeit bleibt mal gleich. Ja, vorher ja, jetzt mit dem Geschwindigkeit machst du allein mit dem Pedal. Ja. Ja. Und wenn du vor dir hintreten ist, dann. Ja, jetzt zahlst du. Jo, habe ich die Ehre, Leute. Die Firma Papas hat den Sand an U219 Föhrfegen gebracht. Und jetzt schauen wir mal, was raus so kommt. Das ist ein Vierzylinder mit 5,1 Liter Hubraum, hat 190 PS, Hydrostatumtrieb. Flug ist jetzt unser drauf. Er hat da keine Krücken. Aber wir müssen eben wegen Lobmose schauen. Lass mal überall schleifen. Nachdem man hydrostatischen Vorantrieb, der geht bis 40 km/h oder 50 km/h, ich weiß jetzt nicht genau, 40 glaube ich. Und ein automatisiertes Schaltgetriebe. Also kann schon fragen, wie mit Automatik, ich habe auch ein Kupplungspedal verbaut, wenn einer seine lieber hat, kann er komplett manuell fahren. Wo ich zuerst aber skeptisch war, war eben der Vierzylindermotor. Aber er hat einen super Drehmomentverlauf. Ich bin ja schon einmal kurz mit der Fräse gefahren. Das hat eigentlich auch immer Probleme. Die Obmose her, Rotstand ist ein bisschen länger wie der U1400. Breite ist gleich, die Hähen ist halt ein bisschen ein Problem. Wenn wir teilweise so enge Hochzugfahrten haben, dann muss man halt eben schauen, dass man die rundum leicht und das Zeug noch tiefer hat weg. Angehoben von Einweiser haben das also 10 Liter Bauch. Was mir gut gefallen hat, ist die Gewichtsverteilung. Das merkt man von uns 1500 voll. Und überhaupt mit den gleichen Anbaugeräten. Er taucht höher viel weniger ein. Der Streier ist jetzt leer. Und das hast du bei U1400 schon voll gemerkt. Und hinten gerade Gewicht gehabt hast. Zwei separate Hydraulikkreise,
Einmal mit 60 Liter, einmal mit 40 Liter. Die kannst du aber entweder abtauschen oder summieren. Elektrohydraulische Hubabsenkleuchte. Ah, das Ziel hat eigentlich einmal lange gestickt. Ganz überrascht bin ich vom Motor, muss ich ehrlich zugeben. Der Sechszylinder ist halt der Sechszylinder. Ja. Von der Übersicht her brauchen wir nicht reden. Da hat sich in 30 Jahren schon einiges getan. Rubian, noch einem Raser kann. Typisch. Rien ist weg. Aber Hauptsache ich mache da alles hin, gell? Fördere auch noch. Mit der Seil tust du aber nicht einschlagen. Mit der Seil möchtest du aber nicht einschlagen. Nicht einschlagen. Ohne Hinterhafer. Ganz eben. Ja, dann haben sie hinter dem Föhr gesperrt. Wenn wir raus können. Bringt nichts. Jetzt geht auch Kette nach und durch. Nochmal aufheben. Ich habe jetzt also Plus gerade vielleicht, das ist ja platziger Schnee. Ich sage mal danke der Warte. Jetzt wird wohl alles gut. Ja. Nach 1.